Und epic, es geht immer weiter in die Richtung. Und ich muss sagen, unseren Ausflug mit Ich steig immer weiter höher. Oh, ich steig auch immer weiter höher. Was ist da los? Hallo, gerne wieder runter. Aber, oh, guck mal, wie weit oben ich schon bin. Epic, wohin fliegst du? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. Wir steigen. Kommen wir nochmal irgendwie runter? Ich weiß es nicht. Weiß es nicht, warte mal. Wo wir sind. Ich fliege in die Richtung hier. Wo bist du eigentlich? Ich bin hinter dir, exakt hinter dir. Okay. Naja, gut. Irgendwann wird ja unsere Stunde hier vorbei sein. Wir haben uns für eine Stunde hier den Heißluftballon gemietet jeweils. Ich weiß nicht ganz, wenn er die ganze Zeit anbleibt, Epic, kommen wir dann eigentlich überhaupt runter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Oh. Okay, also hier passiert gar nichts. Ich habe das Gefühl auch, ich fliege gar nicht. Also es ist sehr, ich sehe die gleichen Wolken. Da das bist stimmt. Du. Hallo. Hallo, kannst du mich überholen? Oh, Achtung! Was denn? Oh, da bist du. Wir sind ein bisschen gecrashed ineinander. Opala. Ich hoffe, hier ändert sich bald was. Uns wird ja schon, hier ist bestimmt ein GPS drin. Uns wird schon irgendjemand finden. Hoffentlich. Ja. Yeah. Und, warte mal, ich sehe was! Ich sehe was! Hier sind ganz viele Heißluftballons. Schau mal, Epic! Was ist denn da los? Warte. Da, das ist ein Spinnen. Oh. Warte mal, das ist ein Spinnen-Heißluftballon. Oh. Und da ist ein Haus. Epic, da ist ein Haus in der Luft. Da will ich unbedingt hin. Tatsächlich? Oh, wie cool ist das denn? Denkst du, wir können da. Ah, da bist du! Denkst du, wir können da landen? Ich probier's mal. Oh je. Oh je. Oh je. Ich bin ausgestiegen. Du bist auch da. Also mein Heißluftballon ist schon mal hier. Cool. Da ist ein Blaze-Heißluftballon. Da ist ein Da sind sogar diese Schweinis, diese bösen Schweinis. Na gut. Stimmt. Hallo, wohnt hier jemand drin? Hallo. Und hier wohnt keiner. Hier sind Kisten. Wir haben Stein, Cobblestone, Lava und ein bisschen Erde. Oben haben wir auch niemanden. Hallo, es gibt einen Eingang runter. Hier. Ich komme nicht runter, ich habe noch. Ah, jetzt habe ich noch eineinhalb Herzen. Geht's dir gut? Oh, haben wir was zu essen hier? Ja, hier, du kannst dir Brot nehmen, wenn du möchtest. Oh, dankeschön, beim Lava. Wir könnten uns einen Cobblestone Generator hier machen. Stimmt, schau mal. Können wir hier wohnen? Wir leben jetzt einfach hier auf einem fliegenden Haus. Schau mal, tatsächlich. Aber wie cool ist das denn? Das ist so cool. Aber denkst du, hier wohnt jemand? Wo sind eigentlich unsere. Nicht ganz sicher. Ah, ja, da kommen wir jetzt nicht mehr so gut dran. Moment mal. Ein roter hier. Ja, hier spawnen Heißluftballons. Oh, wie cool. Okay, warte mal ganz kurz, Epic. Ich würde sagen, wir rüsten uns hier mal ein bisschen besser aus. Ich mache mir mal vielleicht eine Spitzhacke und ein Schwertchen. Und wir haben hier die Möglichkeit, uns so viele Heißluftballons uns anzusehen. Ich glaube, der Anbieter, der uns die ausgeliehen hat, der wird schon wohl damit in Ordnung sein, dass wir hier noch ein bisschen länger uns das alles anschauen. Ich hoffe es zumindest. Soll ich dir auch ein bisschen was machen? Ja, also eine Spitzhacke habe ich schon. Okay, dann mache ich dir mal ein Schwertchen. Für mich kommt auch noch ein Schwert in Frage. Und dann können wir mal gucken, welchen Heißluftballon willst du dir unbedingt ansehen? Oh, warte. Ich würde am liebsten, ich glaube, ich habe einen. Da, ich unten ist ein Schwert für dich. Warum hast du eine Diamantspitzhacke? War oben in der Kiste, habe ich geklaut. Oh, da oben? Warte, zu Kuh? Okay, wir können leider uns nicht einteilen. Wo ist denn die Kuh? Da oben. Okay, wir gucken mal. Wollen wir oben drauf landen, oder? Ich glaube, wir sollten oben drauf landen und uns dann runterbuddeln, ja, oder? Ja, ich glaube, ansonsten klappt das nicht gut. Gibt's ja auch hier. Aber wir sollten jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir die Heißluftballons behalten, weil sonst haben wir ja ein richtiges Problem, ne? Ja. Der ist gerade an uns vorbeigezischt. Oh. Also einen habe ich. Ah, hast du? Das ist meiner! Epic, wir. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht gibt es hier unten noch einen. Hier ist eine Kiste. Ich glaube, das sind immer so mob-spezifische Sachen. Ich habe eine Lederrüstung bekommen. Oh, das ist ja praktisch. Und ein bisschen Kuhfleisch. Naja, und hier haben wir auf jeden Fall. Oh, okay. Ich brenne. Ich habe nur ein Herz aktuell. Ah, ja, hier sind auf jeden Fall ganz viele Kuhsachen. Wir haben Milch, wir haben Beef und wir haben sogar einen Kuh-Spawner. Aber Epic, ich sag dir mal so, wie es ist. Hier ist kein Ballon. Das heißt, ich habe ein großes Problem und du musst mich irgendwie retten. Und hier ist eine Kuh. Wie soll ich dich denn retten? Ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Ich weiß es nicht. Du hast mir den Ballon weggeschnappt. Wo ist der Ballon?
Sag mir nicht, da ist kein Ballon. Jetzt haben beide, wir beide geheim. Hä, was machen wir jetzt? Wir können uns zum nächsten hinbauen. Wir müssen uns rüberbuddeln. Oh nein. Epic. Gotcha. Wenn der Heißluftballon hier nicht mehr steht und wir runterkrachen, dann haben wir auch ein Problem. Mm-mm. Aber mit Wasser würde ich sogar hier hochkommen. Warte, ich gehe mal kurz nach oben schwimmen, baue noch ein paar. Ach stimmt, wir haben dann ja eigentlich auch ein, ja, eine Art Aufzug sozusagen. Ja. Okay, ja, dann lasse ich hier mal das Wasser runter und dann gucken wir uns mal hier unten den Pillager an. Vielleicht haben wir da noch ein paar mehr Blöcke und dann kommen wir irgendwann wieder zum Haus zurück. Hier sind so viele kleine Heißluftballons. Oh, ich bekomme gleich Damage. Dann gehe ich mich mal hier runterbauen. Ich glaube, ich nehme sogar ein paar Blöcke direkt hier vom Anfang mit. Dann können wir uns ein bisschen weiterbauen. Oh, Epic, das war keine gute Idee, die Heißluftballons einfach runterfallen zu lassen. Ja, das stimmt schon. Ich komme mal zu dir. Vor allem hier ist keiner, der uns retten möchte. Und ja, jetzt haben wir ganz sicher keinen GPS mehr. Was ist denn das hier für ein Block? Was ist das? Was ist das? Oh, ah, hier ist das so. Ah, okay. Und hier können wir... Oh, Epic, das war keine gute Idee. Das war überhaupt keine gute Idee. Kannst du den Spawner abbauen? Aber ich will die Kiste. Lass mich ja mal in Ruhe. Geh mal weg. Geh mal weg. Ab, ja? Ich kann die Kiste nicht öffnen. Doch, ich kann die Kiste. Oh, ich habe ein Enderauge. Oh, das ist ja praktisch. Ich habe auch ein Crossbow. Sehr gut. Okay, also Crossbow mag ich persönlich nicht so. Ich kann damit nicht so gut umgehen. Ist er weg, der Spawner? Ja, alles weg. Okay, sehr gut. Weil sonst werden wir instantly weggeschnetzelt. Ja gut, also hier können wir eh nicht weiter runter. Deswegen jetzt sollten wir definitiv... Richtung Haus? Hast du genügend Blöcke? Ich habe keine genügend. Ich habe dir gesagt, 30. dass es schwierig wird. Ja, ich habe 20 und mein Wasser brauche ich halt noch, ne? Ja, stimmt. Das Wasser musst du unbedingt mitnehmen. Oh, da muss ich mal ganz kurz nach oben schwimmen. Ich baue schon mal mich in die Richtung, ich, ja. Ich gehe die ganze Zeit runter. Nach oben, gerade nach oben. Ich, ja. Jetzt, ab nach oben. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass das Schweine-Luftballonchen eine bessere Wahl wäre. Aber du machst es jetzt hier schon. Ja, guck nach oben. Ja. Da ist es. Negativ? Nein. Wo bin ich? Ja, du bist da hinten irgendwo. Ja. Denkst du, ich schaff's darüber? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein, wenn ich das jetzt nicht schaffe, egal. Ich probier's mal aus. Dann gehen wir mal zum Schweini hin. Und ich glaube, von dort aus kann ich mir auf jeden Fall noch ein paar Blöcke holen. Da sind ja auch keine bösen Gegner. Stimmt. Und ich kann mir noch ein paar Items abzwacken und vielleicht... habe ich es dann schneller als du. Also ich muss sagen, ja, du warst schneller. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Ja, frag nicht. Ich musste nochmal Blöcke holen. Das hat nicht gereicht. Und ich glaube, es war nicht so die klügste Idee. Aha. Kannst du bitte, Epic, geh mich ja nicht runterschmeißen. Hey, hallo. Hallo. Also, guck mal, ich wollte trotzdem zum Schwein unbedingt, weißt du? Ja, so? Ja, das ist süß. Ja, das ist wirklich süß. Wir können uns auch wieder ein paar Blöcke hier holen, auch wenn manche vielleicht nicht so hilfreich sind. Und wir bekommen ja auch wieder Items. Und zwar gibt es hier innen drin immer eine Kiste anscheinend. Ich habe Potion of Regeneration. Oh. Ich habe eine Carrot on a Stick. Also, ich könnte ein Schwein reiten, wenn ich einen Sattel noch bekomme. Und stimmt. Ich habe einen Arrow der Regeneration. Okay. Das ist auch sehr praktisch. Also Essensmöglichkeiten haben wir hier sehr viele. Kann ich von hier dahin? Nee. Hm. Und jetzt? Hast du deinen Heißluftballon noch? Ja. Okay. Sag mal, ich hätte auch gerne einen Ballon wieder. Ich müsste jetzt doch vielleicht runter. Hier gibt es nicht so viele gute Items, muss ich sagen. Ich kann dir leider keinen Ballon bringen. Ach, Mann. Aber ich kann auch, warte mal, ich kann den parken für dich, okay? Ja. Ich park den hier oben für dich, ja? Ja. Und dann? Oh, ja, gehst du? Gehst ja, du dann? Tschüss. Perfekt, danke schön. Und ich sitze wieder drinnen. Hallo. Okay, warte mal, Epic. Wo wollen wir uns noch was ansehen? Oh, Creeper. Creeper? Ja. Wo ist denn der Creeper? Da vorne. Ah, da. Okay, ab das geht's zum Creeper. Okay, diesmal... Diesmal lässt du den Ballon nicht fallen. Du hast ihn fallen gelassen. Und dann hast du ihn weggenommen und dann hast du ihn trotzdem fallen lassen. Ja, der wird ja schon nicht wegfliegen, oder? Oh. Boah, bist du fies. Kann ich dir mit meinem Ballon weg? Jetzt hör doch mal auf. Oh, ich kann das sogar. Der ist jetzt nicht wieder weg, oder? Nee, der ist noch da. Aber Epic, hier sind ja wirklich Creeper-Spawner. Pass bloß auf. Hier ist einfach nur Gunpowder und TNT drin. Oh, was ist denn da? Ich lasse es mal drauf ankommen. Mal gucken, was passiert. Oder? Oder? Wenn das kein Eis weggeschätzt werde, fällst du nach unten. Nee, mach ich nicht. Guck mal, ich spiele mit dem...
Mit meinem Leben spiele ich einfach hier. Als ob es hier nur eine Kiste gab. Du hast mir jetzt nicht wirklich den... Hast mir... Nee, alles noch da. Ja? Jo. Okay. Und, guck mal, ich bin hier einfach Profi geworden. Sehr gut. So, wo... Och, Epic. Vor allem, das sind so 3-4 Blöcke nur jeweils. Du bringst mir jetzt wieder ein. Wie soll ich denn hinkommen? Ja, das ist jetzt meiner. Du musst ja, jetzt hier gucken. Ja, Pech. Ich glaube, ich bleib lieber mal hier. Nee, hallo, ja, oh, Epic, bitte. Ich hab dir Blöcke gegeben, du kannst dich rüberbauen. Du kannst doch nicht immer meinen Heißluftballon mir wegnehmen. Zum Glück spawnen da überhaupt genügend. Okay, du bekommst den hier. Oh, ich dachte, der fliegt oh, weg. Oh, das war auch knapp. Wolltest du den abbauen? Das ist sogar das End. Ich gehe jetzt zum Skelett fliegen. Tschüss. Kannst ja gucken, was du machst. Hier ja, sind auch, guck mal. Kann man die öffnen vom Heißluftballon aus? Das wäre ja richtig nice. Kann man definitiv nicht. Aber vielleicht kann ich drauf landen. Okay, Leute. Jetzt ganz langsam, ne? Aussteigen. Aha, ja, passt. Aufmachen. Oh, Blumen. Wow. Hast du schon wieder einen? Fliegst du eigentlich schon wieder hier rum? Ich komme zu dir gleich wieder, ja. Also hier in den einzelnen kleinen, da sind auch schon Sachen drin. Also da hängt eine Glocke und hier im Grünen kann ich gleich mal... Nee, ich bin jetzt hier bei den Schalkern, die es hier gibt. Oh. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ach, auf den kleinen. Ja, auf den Mini-Ballons. Oh. Und da haben wir zum Beispiel... Oh Gott, das ist aber richtig, richtig, richtig schwierig. Oh, Holz! Und vor allem, ja, ich glaube, ich gehe mal wieder zum Anfang. Ich habe nämlich Saplings und Holz, was ja auch nice ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sehe dich hier weite Breiten nicht. Ich bin auf einem einzelnen kleinen, das wirst du nicht finden. Wir könnten uns hier beim Haus vielleicht so eine Landezone bauen. Also, das geht hier schon, aber ich glaube, das könnte man ein bisschen größer machen. Wir könnten die sogar können die sogar farblich irgendwie so ein bisschen kenntlich machen. Ja, ich habe nur 2 rosa Blöcke. Oh, ich habe noch ein bisschen Wolle. Ja? Okay. Was hast du beim Creeper bekommen? Ich habe TNT bekommen, 2. Oh. Aber das will ich dir definitiv nicht geben. Machst du deins orange? Ja. Ich habe halt nicht so viele Blöcke. Ich hab nur 2. Rosa, danke. Schau mal. Danke. Bitteschön. Haben gar keine Erde. Hast du noch Erde? Ich habe gar keine Erde. Ach, super. Wir müssen zum Villager. Denkst du, der hat Erde? Also ich glaube tatsächlich, dass die einzelnen Kleinen mit den Schalkerkisten besser sind. Und das ist sehr traurig. Also ich glaube, da kriegst du bessere Sachen, theoretisch. Okay, dann nehme ich mir mal hier den rosanen und dann wolltest du hier zum Villager, ja, richtig? Da vorne. Okay, da unten. Vor allen Dingen, da spawnen ja auch welche, mit denen könnte man theoretisch handeln. Ich habe 6 Emeralds und Smaragde. Smaragde. Emeralds. Also theoretisch kann ich mir sogar was kaufen. Gut. Ich dachte. Du machst da was. Wir haben sogar Emeralds als Augen. Wie gut ist das denn? Und wir haben hier eine... Okay. Was ist in der Kiste Brot, drin? Karotten, Zuckerrohr. Ja. Und Braustand, theoretisch. Oh, sehr wenn du möchtest. Ja. Ich habe... du hast mir ein paar viele ist pinke Wollblöcke geholt. Ist keine Erde. Nee, ist keine Erde. Ich sag dir, wo die Erde ist. Die ist 100.000%ig in einem von den Kleinen. Wollen wir warten mal, bis einer spawnt? Da ist einer. Da, und guck, der hat gar keinen Job. Oh doch, der hat. Ich hole mir ein Eisenschwert. Oh. Nice. Guck mal, mit Knockback. Entschuldigung. Au. Hatcha. Also hier haben wir auf jeden Fall immer mehr. Theoretisch könnten wir wahrscheinlich irgendwann auch Eisen und so mit denen handeln. Theoretisch. Stimmt, ja. Aber gut. Kommen wir wieder ganz nach oben. Ja, das Wasser ganz ist praktisch. Nimmst du das dann wieder mit? Ich hab's dabei. Ich hab noch ein Wasser. Ah, super. Wo wollen wir als nächstes hin, Katja? Ich möchte... Zum Blaze, ja. Zum Blaze ist gut. Ich gehe auch schon mal Richtung Blaze fliegen. Och, Epic, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Wo bist du? Bei Blaze. Wo ist der Blaze? Hallo. Wo ist der denn? Der ist ganz da hinten. Och, Epic, warum? Wo ist der Ballon wieder hin? Ja, du hast ihn weggekickt. Hä? Du hast ich glaube, hier unten, der ist weggeflogen. Der ist nicht weggeflogen. Du musst ihn anankern. Was für anankern?
Ach Mann, ja cool, dann gehe ich mich wieder rüberbauen. Ich habe noch meine... Nein, ich habe dir jetzt hier einen da gelassen. Dann hast du gar nicht. Doch, der steht oben. Ich glaube dir kein Wort mehr. Ich wollte da rüber. Du hast ihn weggekickt, oder? Gib's zu. Den anderen schon. Ja, siehst du? Ach Mann, guck da. Das ist frech von dir, muss ich sagen. Hey! Schubste, ich wollte dich schlagen. Gotcha! Und wie erwartet, Blaze Rods, Fire, Flinten Steel meine ich natürlich. Und ein bisschen Blaze Powder sogar. Und ich denke mal, ich kann mir schon denken, was hier spawnt. Wir haben sogar auch noch einen Braustand bekommen und Fire Charges. Das ist cool. Kann ich die werfen? Nicht Nein, ausprobieren. Kann ich nicht, ne? Doch, mach ich aber. Nein, nicht zu mir. Wo bist du? Ich kann die doch nicht werfen hier. Nee, kann ich nicht. Nee, nee. Das geht nicht. Na gut, also ich muss sagen... ich hätte eigentlich nicht jetzt gerne Begegnung mit dem Blaze, deswegen geht es nämlich auch wieder nach oben. Du hast ja noch den Zombie. Ah, du bist eh hier. Wollen wir lieber zum Zombie? Zum Zombie können wir auch. Ja, ja, ja. Und neben einem Eisen gibt es hier Kartoffeln. Und ich habe noch was ganz Tolles. Und zwar einen Zombie-Kopf gefunden. Wow. Das hilft mir richtig weiter. Nicht. Wo bist du? Genau, du bist gegenüber. Da unten. Und was gibt's da? Goldene Apfel und ein Netherportal. Mit Feuerzeug. Ist schon fertig. Kann man einfach rein, theoretisch. Ja, du kannst anzünden. Ja, ja, ja. Aha. Naja, also ich denke, da werden wir auf jeden Fall nicht mehr bei Heißluftballons sein. Zum Enderman. Gehst du mich hier mit irgendwas beschmeißen oder so? Nee. Okay. Guck mal, das ist sogar verbunden mit einem Heißluftballon. Das ist ja cool. Und hier ist eine Ender-Chest. Ja, was ist da los? Gibt's da unten auch eine Ender-Chest nur? Oh, nee, warte. Hier ist es bestimmt... Oh, ich hasse! Ich kann jetzt hier rumfliegen. Oh, epic. Ich muss trotzdem irgendwo aufkommen. Stimmt, hast du, du hast gar kein Feuerzeug, gar kein... Ich hab eine hier, guck mal. Tada! Nee, ich hab keine Raketen. Guck mal, was ich hab. Was denn? Eins, zwei, kannst du anmachen? Drei. Willst du kämpfen? Tschüss. Nee, hör auf damit. Oh, epic! Viel Spaß beim Fliegen. Oh. Kannst du da unten landen irgendwo? Oh, ich hab ein Herz. Du bist ja wirklich da unten gelandet. Kannst du mich jetzt irgendwie retten? Ja, ja, ich rette dich, ja? Ja, rette mich. Okay, soll ich dich abholen? Ja. Nein! Oh Mann! Und wir haben uns jetzt mal hier dafür entschieden, doch mal eine Baumplantage auch aufzubauen. Haben wir sehr viel Holz. Ich muss sagen, die ist vielleicht doch ein bisschen enger, als ich dachte. Aber es passt eigentlich. Werden die auch hier groß? Nee, ich habe auch gar keinen Baum hier mehr. Und Epic mit den ganzen Heißluftballons und den ganzen anderen kleinen. Also wenn wir jetzt theoretisch nochmal einen nehmen würden. Und auf irgendeins hier... Also ich glaube ja, wie gesagt, immer noch die Schalker sind hier das A und O. Ich versuche mal hier drauf zu landen. Mal gucken, was hier drin ist. Ich glaube, wir haben hier die Möglichkeit, für immer und ewig zu leben. Moment, hier sind zum Beispiel... Ah, rat mal, wer Diamanten gefunden hat. Gut. Und 12 Eisen und wow. Kohle. Die sind echt praktisch, die kleinen Schalker-Nährboxen insgesamt. Ja, das sind nochmal so viel hilfreiche Sachen. Und unser Haus sieht natürlich auch wunderschön aus mit den ganzen Heißluftballons. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir ja jetzt ein paar mehr Heißluftballons hier haben, als ich dachte. Und eigentlich auch nach unten wollten. Aber hey, hier ist es ja auch ganz nett, ne? Ja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.